Kleshas und Angst. Namaste und herzlich willkommen zur Vortragsreihe Umgang mit Angst von www.yoga-vidya.de. Heute möchte ich etwas tiefer gehen, etwas philosophischer und sprechen über die Kleshas, die Ursachen von Leiden und letztlich Tipps geben zum Umgang mit den Kleshas und dies kann dir helfen, Angst zu überwinden, mindestens ein Übermaß von Angst. Kleshas. Kleshas werden beschrieben in einem uralten Werk von Patanjali vor über 2000 Jahren, nennt sich Yoga Sutra. Und im zweiten Kapitel beschreibt Patanjali die Ursachen des Leidens, die werden genannt Kleshas. Was sind die Kleshas? Erste Klesha ist Avidya, Unwissenheit. Zweite Klesha ist Asmita, Identifikation. Als drittes Raga, Mögen und Dvesha, nicht mögen. Und es endet dann schließlich in Abhinivesha, also Angst. Mit anderen Worten, Angst ist der fünfte Schritt einer Serie von geistigen Verwirrungen, würde es Patanjali nennen. Klesha heißt sowohl Ursache von Leiden, es heißt Verhaftung, es heißt auch Verwirrung. Was heißen jetzt diese fünf Kleshas? Es beginnt mit Avidya. Avidya heißt Unwissenheit. Unwissenheit, wer ich wirklich bin. Unwissenheit, was ist Glück? Unwissenheit zwischen, was ist ewig, was ist vergänglich? Schließlich auch Unwissenheit, was ist wirklich, was ist unwirklich? Also Avidya. Yogis haben ja das optimistischste aller Weltbilder und das optimistischste Menschenbild sagen, im Inneren bist du unendlich, eins mit dem Unendlichen. Das Individuum ist eins mit der Weltenseele, du bist nicht der Körper. Die Vorstellung, ich bin der Körper, ist die Ursache von Leiden. Die Vorstellung, ich bin begrenzt, ist die Ursache von Leiden. Zuerst mal also vergessen, wer du wirklich bist, Avidya. Und das führt als nächstes Asmita. Asmita heißt Identifikation. Identifikation, du kannst dich identifizieren mit dem Körper. Du kannst dich identifizieren mit deiner Persönlichkeit. Du kannst dich identifizieren mit deinem Besitz. Du kannst dich identifizieren mit deinen Mitmenschen, mit deiner Frau, deinem Mann, deiner Mutter, deinem Vater, deinen Kindern und so weiter. Vieles, wo du dich identifizierst. Wenn du dich mit etwas identifizierst, Asmita, kommt dann Raga, Mögen. Du magst etwas und du magst etwas nicht, das ist Dvesha. Angenommen, du identifizierst dich mit deinem Körper und du sagst, das bin ich, dieser Körper, das bin ich, dann wirst du natürlich wollen, dass dem Körper gut geht, dass er gesund ist. Und du magst dann nicht, dass irgendwo Schmerzen entstehen. Und du hast natürlich auch Angst, dass im Körper etwas passieren kann. Daher, Raga, Mögen kommt aus Identifikation. So bin ich auch schon beim zweiten oder beim nächsten Punkt, also eigentlich bei dem vierten der Kleshas, aber zweiten von Raga, Dvesha. Dvesha heißt nicht mögen. Du magst nicht, wenn du etwas magst, dann magst du nicht, dass das Gegenteil eintritt. Wie zum Beispiel dieses Identifikation mit dem Körper. Du identifizierst dich mit dem Körper, du magst, dass Menschen sagen, oh, du siehst aber gut aus, deine Frisur ist wunderschön, du hast eine wohlgeformte Nase oder und so weiter. Man identifiziert sich und man mag etwas. Und man mag natürlich nicht, dass jemandem auffällt, dass die Ohren zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn sind, dass irgendein Pickel da ist oder auch nicht da ist. Man mag das nicht. Und dann natürlich, man mag erst recht nicht, dass der Körper ungesund ist. Und man mag nicht, wenn die ersten Falten sichtbar sind. Und aus diesem Dvesha folgt dann irgendwann Abhinivesha. Abhinivesha heißt Angst. Im engeren Sinne heißt Abhinivesha Angst vor dem Tod oder Angst vor der Vergänglichkeit. Angenommen, du hast Angst, identifizierst dich mit dem Körper, dann hast du natürlich auch Angst, im Körper könnte was passieren. Und tief im Hintergrund weißt du, der Körper ist vergänglich. Intuitiv weißt du, ich bin unvergänglich. Aber du weißt rational und irgendwann emotional, der Körper ist vergänglich. Aus diesem Spannungsverhältnis vom Bewusstsein, eigentlich bin ich unendlich und ich identifiziere mich mit dem Körper und dann dem Bewusstsein, der Körper stirbt, folgt dann große Furcht. Denn du weißt, eigentlich müsste ich ewig sein. Andererseits, der Körper ist vergänglich. So kommen aus diesen fünf Kleshas die meisten aller Ängste. Eigentlich kann man sagen, alle Ängste sind erklärbar aus diesen
fünf Kleshas. Du kannst jetzt selbst überlegen, vielleicht bis zum nächsten dieser Tipps bei Umgang mit Ängsten, kannst du überlegen, wo identifizierst du dich besonders und was ist die Konsequenz von Identifikationen. Und du kannst auch überlegen, wie könntest du diese Identifikationen überwinden. Ja, das war's für heute. Mehr über Yoga, über Meditation, auch über das Yoga-Sutra und über den Lehrer des Yoga-Sutra, Patanjali, über die Kleshas, auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de.